Hallo ihr Lieben, ich wollte heute mal einen Haul für euch drehen, denn ich habe mir einmal was in einem Schleifenbandladen auf der Wanda bestellt und das wollte ich euch jetzt gerne mal zeigen. Und gerade kam noch der Postbote und hat mir meine Doreen-Beats-Bestellung gebracht, also werden wir die auch gleich noch zusammen auspacken. Also, ich wollte euch mal das Packing zeigen, denn ich finde das so süß gemacht mit diesem Band, also Washi-Tape hier oder Klebeband. Das ist echt voll schön. Dann machen wir das Ganze mal auf. Das ist voll schön verpackt. Ich hab das gerade schon einmal geöffnet und habe dazu auch ein Video gedreht, aber da waren die Hunde leider zu laut. Und wenn ihr die im Hintergrund hört, dann tut es mir leid, aber das geht nicht anders. Und auf jeden Fall ist da so cooles Papier drin. Und auch nochmal in Rot, finde ich richtig schön gemacht. Und ja, jetzt zeige ich euch mal mein ganzes Schleifenband, was ich mir geholt habe. Stelle mal eine Seite. Also, als erstes habe ich hiervon. Das ist einmal so ein mintfarbenes, gepunktetes Band und ein pinkariertes. Und noch so ein Spitzenband. Das finde ich richtig schön und ich will mal gucken, wie die Schleifen damit werden. Und ich glaube, das sind von jedem circa 5 Meter, wenn das jetzt richtig ist. Und ja. Finde ich auf jeden Fall total schön. Und entschuldigt mich für das Licht, aber irgendwie scheint die Sonne hier gerade so blöd rein. Dann habe ich einmal das. Und dann habe ich einmal noch das hier. Ich finde, die hat die Sachen total schön verpackt. Ich verlinke euch den Shop auch noch mal in der Infobox. Dann könnt ihr da vielleicht auch mal vorbeischauen. Und diejenigen, die unter euch scrapbooken, der Shop, der hat auch ganz viele tolle Scrapbooking-Sachen. Also der Shop ist echt Hammer. Richtig super schöne Sachen. Und ja, da habe ich mir einmal so ein pinkes geholt, ein lilanes, mintfarben, in so einem Braunton und so einem rosa Pink. Auf jeden Fall sehr schön. Ich mach das mal auf, wenn ich das jetzt aufkriege. Und ja, total cool, auch mit dem Styropor. Ist halt so schönes, dünnes Band. Und damit kann man echt am besten die Schleife machen. Meiner Meinung nach. Hier. Ja. Davon halt in den Farben. Ich hab die Verpackung mal weg, die stört nur. Und ja. Dann habe ich mir noch ganz viel, ich glaube, das heißt Satengband. Und das finde ich auch sehr schön. Und dann sehen die Schleifchen immer noch ein bisschen schöner aus. Das habe ich mir in Weiß geholt, in Rot, Blau, Pink und Lila. Habe ich mir die meisten Farben eigentlich geholt, sodass das auch ein bisschen zusammenpasst. Muss ich mal gucken, wie ich das kombiniere. Und ja, das ist halt so durchsichtig oder transparent. Und gefällt mir sehr und davon habe ich noch gar nichts. Und ich habe das schon die ganze Zeit gesucht. Und jetzt melden die Hunde wieder. Egal. Und jetzt habe ich den Shop zum Glück gefunden, wo ich das bestellen kann. Ja. Das Licht fällt echt doof. Gefällt mir gar nicht. Ach, und hier habe ich jetzt noch so ein knalliges Pink. Das ist wirklich sehr knallig. Und ja, das war's auch schon. Ist leer. Da unten ist noch die Rechnung. Und die haben sie total schön gemacht. Also, das hat hier oben halt so einen schönen Druck, wie auch immer man das nennen will. Und so heißt übrigens der Shop, das zeige ich euch gleich nochmal. Hier könnt ihr nochmal den Namen von dem Shop sehen. Und der ist echt schön und der kommt auch hier aus Deutschland und nicht irgendwie aus China oder so. Und ja, das war es jetzt auch schon mit der Bestellung, aber ich werde gleich noch die Bestellung von Doreen jetzt einmal abfüllen. Dann bis gleich. Und hat mir ja meine Doreen Beats Bestellung gebracht. Und das ist echt, wie ich finde, ein großes Paket. Das haben die echt gut zugeklebt. Gucken wir mal, dass wir das gleich aufkriegen. Zum Glück habe ich schon eine Schere hier. Dann mache ich das Ganze mal auf. Boah, das ist echt zugeklebt. Ja, heute ist echt wie Weihnachten. So viele Päckchen. Und bei der Doreen Beats Bestellung habe ich jetzt circa
12 Tage drauf gewartet. Eigentlich dauert es nur 10, also bei vielen zumindest. Bloß bei der Deutschen Post, da lag das halt irgendwie noch ein paar Tage rum, weil die Adresse angeblich fehlte. Und ja, aber jetzt ist es ja da und ist auch gut so. Das geht so schwierig auf. Das habe ich echt gut verpackt. Ui. Ui. Jetzt wird die mir auch beinahe noch runtergefallen. Alter, wie hast du geklebt da? Aber ich hab's aufgekommen. Nimm das Päckchen am besten mal weg, dann könnt ihr mehr von den anderen Sachen sehen. Und ich muss mal gucken, wo ich das hinstelle. Jetzt habe ich auch wieder so doofes Licht. Egal. So. Wow. Okay, ich habe dort wirklich sehr viel bestellt. Ist auch das erste Mal, dass ich da bestellt habe. Und ich hatte echt wenige Sachen. Und ja, dann fangen wir mal an. Hui, das ist das erste Päckchen. Wie man sieht, da ist schon extrem viel drin. Alter, wenn man das jetzt so sieht, dann denkt man sich, boah, das ist ja echt schon sehr viel. Ja, dann fangen wir mal an, bevor das noch viel zu lang wird, das Video. So. Ich habe mir einmal Ohrstecker bestellt. Die sind sehr schön, da kann man was reinmachen. Die haben so eine Kasse. Und hier ist die Nummer. Das könnt ihr übrigens auch sehr gut im Shop einfach die Nummer eingeben. Und dann wird euch das schon angezeigt. Dann braucht ihr nicht so viel suchen. Dann habe ich mir noch welche in größer bestellt. Ja, und da gibt es auch wieder die Stecker zu. Die Stöpsel meine ich. Hier einmal die Nummer. Da freue ich mich auch schon richtig schön. Da habe ich schon ganz viele Ideen, was ich damit machen kann. Und Handybänder durften nicht fehlen. Die waren jetzt echt leer. Ich mache irgendwie am liebsten Handybänder. Und ja. Einmal die Nummer. Dann habe ich mir noch Sachen in so einem... Das ist nicht Rotkupfer, sondern... Mir fällt es gerade nicht ein. Auf jeden Fall streiche ich euch das dann hier hin. Und das ist einmal die Nummer. Das sind Nilstifte. Wie man sehen kann. Hier ist ein kleines Loch. Ja. Sehr cool. Dann habe ich mir... Oh, so groß. Okay, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die Ketten so groß sind. Eigentlich wollte ich kleine, aber... Ja gut, muss ich mal gucken, was ich damit mache, wenn ich irgendwie in einem Tauschpäckchen oder so... Ja, das ist auf jeden Fall die Nummer, wenn ihr so riesige Ketten haben wollt. Dann habe ich hier noch zu Weihnachten so Tannenbaum-Charms. Finde ich auch sehr süß. Das ist die Nummer. Und die haben mir sehr gut gefallen, als ich die gesehen habe. Das sind so kleine Tassen. Oder eher gesagt Teekannen. Und ich finde die so süß. Und die sind auch schön klein. Und zu irgendwas dranhängen. Das sieht bestimmt gut aus. Eigentlich kann ich die Sachen auch mal hinlegen. Ja. So. Dann habe ich mir noch so Pferdeanhänger geholt. Ich hole mal einen raus. Denn ich habe nächste Zeit vor, mal was für meine Schwester zu machen. Und dafür brauche ich die. Das ist ja auch total cool. Da sind gleich schon so Anhänger mit dran. Cool. Gefallen mir auf jeden Fall sehr gut. Dann habe ich mir noch kleine Eiffeltürme geholt. Ich denke mal, die kennt ihr sicherlich. Ja. Dann habe ich mir auch für Weihnachten so kleine Zipfelmützen geholt. Die finde ich auch sehr süß. Das ist übrigens aus der Schule vom Schreiben. Also ignoriert das. Und ja. Das ist die Nummer. Ihr könnt ja einfach auf Stopp drücken, wenn ihr die Nummer braucht. Dann habe ich mir noch so Anhänger geholt.
Und auch für Weihnachten wieder so kleine Schüchchen. Einmal so. Finde ich auch sehr cool. Die sind auch alle nicht so groß. Das finde ich gut. Ich mag lieber so kleine Charms. Ei, ei, oh, das ist echt krass viel. Und noch einmal Pferde. Ui, die sind schon größer mit so einem Pferd und Fohlen. Sehr süß. Da werde ich in nächster Zeit auf jeden Fall was mitmachen. Freue ich mich auch schon drauf. So, dann habe ich mir einmal noch so Passung geholt. Amulett. Da möchte ich gerne so Blümchen reinsetzen. Eigentlich wollte ich für meine Uroma, als sie Geburtstag hatte, sowas machen, aber da war die Bestellung leider nicht da. Aber dann schicke ich ihr es einfach nochmal nachträglich zum Geburtstag. Ist, denke mal, auch nicht so schlimm. Ja. Achso, die Nummer. So. Dann habe ich mir auch für Weihnachten so Schneeflöckchen geholt. Ich hier auch wieder ein. Finde ich auch sehr schön. So, achso, die Nummer. Ja. Dann, ah, zum Glück habe ich mir noch eine kleinere Kette bestellt, weil die andere ist ja jetzt echt ziemlich groß. Da weiß ich eigentlich, ob ich die irgendwie tauschen werde. Und die ist auf jeden Fall viel kleiner. Einmal noch die Nummer. So. Dann habe ich mir noch Fassungen in Silber geholt. Das sind dieselben wie diese hier. So ist halt in einer anderen Farbe. Und ja. Dann habe ich mir noch so Tässchen geholt mit Untersetzer. Die fand ich so schön. Und dort, die kann man bestimmt so ein bisschen füllen und dann irgendwo zuhängen. Vielleicht zu einem Cupcake oder so. Und ja. Finde ich auf jeden Fall sehr süß. Und dort, die mussten unbedingt mit. Die waren jetzt zwar etwas teurer, das geht aber immer noch. Aber ich fand die so süß. So kleine Teebeutel. Und da steht noch Tee. Richtig süß. Ich freue mich schon so sehr, die Sachen so zu benutzen. Und ja. Ja, noch einmal die Nummer. Und jetzt seid ihr mir verrutscht. Ich muss euch mal ein bisschen schieben. So, dann habe ich mir noch verschiedene Dösen geholt in verschiedenen Größen und auch mal eine andere Farbe. Da fällt mir doch gerade eins runter. Also ganz viele Silberfarbe. Und dann noch in diesen. Ich weiß echt nicht, was das ist. Rotkupfer. Ja, ich schreibe es euch wie gesagt hin. Auch in verschiedenen Größen. Und hier auch. Also die Nummer falsch rum, toll. Und hier. Oh Gott, das ist so viel, ne? Da ist noch viel mehr drin. Ah. Und hier habe ich jetzt noch. Oh, das sind Pferdchen-Charms. Also da sind wieder Pferdchen drin. Wie man vielleicht sehen kann. Ja. Ja. Okay, das ist echt krass viel. Ach, und dann habe ich noch diese Verschlüsse hier. Ganz normal in Silber. Die braucht man ja eigentlich immer. Und dann habe ich hier noch so Verpackungstütchen. Ich denke mal, die kennt ihr. Dann kann ich damit nämlich meine Sachen. Dann kann ich nämlich damit da meine Sachen reinmachen. So, oh, endlich. Und so kleine Tütchen. Für
finde ich sehr gut. Und ja. Jetzt mal wieder reinpacken. So, ich packe das Ganze mal eben kurz hier rein. Dann haben wir Platz für die nächste Woche, weil das ist doch echt zu viel. Eieiei. What the hell? Okay. Fertig eingepackt. Vielleicht soll ich das hier hinlegen? Ich packe das jetzt einfach mal dahin. Weil dann habe ich hier jetzt noch Tütchen. Jetzt auch mit den ganzen Anhängern und all sowas. Ja. Wie gesagt, hier ist noch eins. Und das gucken wir uns jetzt an. Boah, so viel habe ich echt noch nie bestellt. Wieder einmal Handybänder, bloß noch in anderen Farben. Dann habe ich noch einmal so kleine Tütchen. Ich habe mir die in verschiedenen Größen geholt. Dann, boah, die sehen ja in echt noch viel cooler aus. So kleine Orangen. Ja, das sind doch Orangen. Wassermelonen? Nein, Orangen. Und ja, finde ich sehr cool. Die Nummer. Dann habe ich mir noch, die sind voll süß. So kleine Cookie Charms geholt. Guckt euch die mal an. Die sind richtig süß. Und auch schön klein. Und ja. Dann habe ich mir noch so Charms so ticketförmig geholt. Also die sehen halt so aus wie Tickets. Oh Mann, ich hoffe, meine Hunde hört man jetzt nicht so doll. Und ja, da steht I Love Movies drauf und die finde ich sehr cool, aber die sind echt groß. Aber finden bestimmt Verwendung. Zur Not einfach in ein Tauschbäckchen ein paar. Und ja. Als nächstes habe ich mir dann so kleine Kugelketten geholt. Ich denke mal, das sind die kleinen. Das müssten mir eigentlich sein, ja. Hier so kleine. Ich glaube, da sind 20 Stück drin. Dann zumindest da in der Beschreibung. Und ja. Dann noch was ganz anderes. Ist jetzt, gehört jetzt zum, wahrscheinlich nicht dazu. Zum Backen oder für sonstiges zum Abmessen so kleine Löffel. Ich glaube, die nennen sich Teaspoons oder so. Keine Ahnung, wenn ich jetzt falsch sage, tut mir leid. Und ja, die habe ich mir geholt. Mir kommt da ganz viel Dreck raus, egal. Dann habe ich mir so kleine Herzchen geholt. Kennen bestimmt auch viele von euch. Achso, die Nummer. Und dann habe ich mir noch so schöne Verschlüsse geholt. Vielleicht irgendwie an so einem etwas größeren Anhänger. Ja, muss ich mal gucken. Finde ich auf jeden Fall sehr süß. Guck halt rum. So. Dann habe ich hier noch Nietstifte. Die brauche ich echt immer. Ich benutze die eigentlich nur. Also ich benutze keine Kettelstifte, sondern eher Nietstifte. Ja, ich glaube, das sind dieselben. Dann habe ich mir noch so eine Kette in der Farbe geholt. Die ist auch etwas größer. Voll kalt, aber finde ich auf jeden Fall sehr gut. Mal für was anderes, nicht immer nur in Silber. Dann habe ich mir noch, oh, die sind so groß. Ich dachte, das wäre so klein, es geht hier hoch. So Töpfe geholt, wie auch immer.
Und da steht halt Love You drin. Ja, Love You. Ich dachte, da kann man irgendwie was Schönes reinmachen. Aber die sind echt groß. Muss ich mal gucken, ja, wie ich die verwende. Manche Sachen sind echt größer, als ich gedacht hätte, aber das ist nicht so schlimm. Ja, das sind diese. Dann habe ich mir noch so kleine Verschlüsse geholt. Daher. Vor allem auch Verschlüsse mit so anderen Herzen. Also, die sind nicht so in dem dunklen, sondern in diesem hellen Silber. Also, die sind auch doppelt verpackt. Verpackt kann ich euch jetzt nicht zeigen. Ist aber ja nicht so schlimm. So, oh Gott, das passt alles gar nicht mehr ins Bild. Egal. Dann habe ich mir auch Zuckerstangen geholt. Zeige ich euch auch mal ein. Ja, sag mal. Finde ich auch sehr cool. Vielleicht mit so einem Weihnachtscupcake. Sieht bestimmt richtig süß aus. Und ja. Einmal noch die Nummer. Okay, ich muss das mal ein bisschen nach hinten schieben. Dann habe ich mir noch so kleine Elefanten geholt. Ich fand die einfach süß und die sind so klein. Ich hatte davon schon mal zwei in einem Tauschpäckchen bekommen. Fand die eigentlich ganz süß. Ja, die. Ja, mal die Nummer. So. Was ist denn hier drin? Ah, ich glaube, hier sind die Fläschchen drin. Also, da ist schon mal die Nummer. Ich glaube, das müssten Fläschchen sein. Voll gut verpackt, finde ich. Auf jeden Fall sehr gut. Ja, das sind 10 Stück. Habe ich mir noch mal geholt. Ich habe solche schon. Habe damit auch schon ganz oft was gemacht und brauchte noch mal neue. Ja. Das sind die Fläschchen. Die gehen wir eben schnell wieder rein. Ich hoffe, das Video wird nicht jetzt extrem lang. Ja, egal. Ich lasse das jetzt so und lege es einfach mal an die Seite. Dann habe ich mir noch Hufeisen bestellt. Ich habe mir die Nummer. Oh, das finde ich richtig schön. Schön klein. Da weiß ich auf jeden Fall schon, wie ich das mache. Oh, voll cool. So. Dann habe ich mir noch, die fand ich so genial, so Pommes geholt. Ich zeige euch das nochmal von da. Hier, die fand ich sehr cool. Vielleicht mit so einem Burger oder so. Sieht bestimmt witzig aus. Und ja. Ich habe mir echt extrem viel bestellt. Gott, ey. Dann habe ich mir noch Armbänder bestellt. Oder sind das die Armbänder? Ja. Das müssen die sein. Mal gucken. Ja, das sind die. Ich fand die so schön. Ja, und hier noch so ein Ring. Also Verschluss am Ende. Ja. Und auch perfekte Größe. Das finde ich richtig cool. Ich glaube, die bestelle ich mir irgendwann nochmal, wenn die ganzen Sachen dann leer sind. Okay. Ja, das so die Nummer. Dann habe ich mir noch eine Kette bestellt. Okay, irgendwie bei den Ketten habt ihr da vielleicht so schöne kleine, richtig silberne, nicht so dieses versilberte. Vielleicht irgendwie eine Nummer dafür, weil irgendwie gefallen mir die jetzt nicht bis auf die eine. Da muss ich nochmal gucken. Und, ja. Oder vielleicht will jemand von euch und dann könnte man tauschen. Muss ich mal gucken. So. Okay, dann kommt noch mehr. Dann habe ich mir noch zwei Sachen in diesem Kupfer hier geholt. Einmal so ein Tablett. Oh, jetzt habe ich es kaputt gemacht, egal. Ja, das finde ich voll schön. Da steht auch noch Lauf drin. Einmal die Nummer. Ja.
Und noch Verschlüsse, damit ich die Ketten machen kann. Und Anhänger. So, was haben wir als nächstes? Oh, sind die toll. Die wollte ich unbedingt haben. Die waren ziemlich teuer. Aber ich wollte die unbedingt haben. Ich fand die so schön. Und die sind auch noch so richtig schön klein. Okay, das ist jetzt da. So kleine Milchtütenanhänger. Sind die nicht süß? Die finde ich richtig cool. Ja, darüber freue ich mich. Ja, das sind genau die richtigen. Cool. Ja. Dann habe ich mir noch so Gabel und Löffel geholt. Und die kann ich eigentlich immer gebrauchen. Und davon hatte ich bisher nur irgendwie 2 Stück. Und jetzt habe ich auf jeden Fall genug. Damit kann ich erstmal genug machen. Ja. Dann habe ich mir nochmal Biegeringe bestellt. Davon braucht man eigentlich immer viel, genauso wie von den Verschlüssen. Und ja. Das ist nochmal so eine dunklere Farbe, weil ich noch manche Sachen in diesem anderen Silber habe. So, jetzt kommen wir, glaube ich, schon zu den letzten Anhänger, Charms, was auch immer. Da habe ich einmal diese Fassung. Finde ich auch sehr cool. Falschrum. Ja, naja. So, das bringt man dazu. Dann für so Armbänder. Ich habe mal aus, ja, so, nicht Stoff, sondern Bändern. Ja, Bänder. So Armbänder gemacht. Und am Ende ist es ganz cool, wenn man da noch so einen kleinen Tropfen hat, damit man den Verschluss besser zumachen kann und so. Okay, die kann man jetzt, ich glaube, doppelt verpackt, aber ich glaube, ihr kennt die. Und die sind halt richtig schön klein. Perfekt, also. Wow. Das ist echt krass viel. Egal, ich lasse das jetzt so. Ich zeige euch mal ganz kurz einen Überblick. Ja, nicht wundern, da sind noch die Bastelsachen ein paar Jahre was. Und für Tauschpäckchen habe ich jetzt auch mal was, weil vorher habe ich sonst nicht getauscht, weil ich halt eigentlich wirklich nichts hatte. Und ja. So. Ich packe das mal hier hin. Dann habe ich mir noch so kleine Döschen geholt, weil die waren da auch wirklich ziemlich günstig. Einmal so ein rundes. Toll. Da kann man die halt hier so aufklappen. Ja, hier oder? Ja, da. Und da packe ich dann die Ösen oder irgendwie sowas was rein. Ja. Und dann die hier. Die sind echt ziemlich klein, aber sehr cool. Praktisch auch. Achso, die Nummer noch von denen. Ah, die steht hier. Immer falsch. Das ist halt das. Und dann diese hier. Die ist wirklich cool. Die muss ich mal kurz aufmachen. Na. Ja, boah, die ist richtig schön stabil. Nicht dieses dünne Plastik, sondern so richtig dickes hier unten. Ich glaube, das hört man auch eigentlich, aber sehr cool. Ja. Für so selbstgemachtes Dekozeug oder sowas. Sehr praktisch. Gefällt mir auf jeden Fall. Und dann habe ich mir noch eine größere Sortierbox geholt, was ich halt hier ins Bild passt. Auf jeden Fall so eine hier. Sie sieht so aus und die hat die Nummer da. Die ist sehr cool. Ich denke mal, da packe ich meine ganzen kleinen Anhängerchen rein, die fertigen. Und ja, ihr könnt das jetzt nicht erkennen, aber ist ja nicht so schlimm. So. Egal, ich lasse es immer auf dem Bild. Das war's jetzt auch. Das war, denke ich, mal genug. Und ich hoffe, euch hat das gefallen. Und ich verlinke euch den Shop mal unten in der Infobox. Dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!